So, ich hoffe, der Wind rauscht nicht allzu stark. Durch den ganzen Trubel der letzten Tage bin ich gar nicht dazu gekommen, die neuen Zugänge vorzustellen. Zwar sind es eigentlich zwei Pflanzen. Die hat mein Freund still und heimlich bestellt. Und die möchte ich euch jetzt zeigen. So, das eine ist ein Hibiskus. Den Namen der Sorte weiß ich nicht. Werde ich aber in die Beschreibung setzen. Und ich kann es ja nachschlagen. Und er hat ganz kleine, also im Vergleich zu den anderen, die ich habe, ganz kleine Knospen. Und die Blüte ist ein richtig kräftiges Rot. Schade, dass sie jetzt nicht geöffnet ist. Aber bei Facebook werde ich dann ein Bild hochladen, sobald sich die Blüte geöffnet hat. Sieht richtig toll aus. Und im Vergleich zu den anderen hat die auch einen sehr hellen Leittrieb. Die anderen sind ja eher dunkel. Also die gehen mehr ins Hellbraune, während das hier fast weiß ist. So, und das Highlight ist eine Wunderbeere. Seht ihr hier drüben? Ich nehme an, dass die Blätter gekappt wurden, weil es wahrscheinlich ein Steckling ist, der bewurzelt wurde. Und wie kam es dazu? Also mein Freund hat schon öfter überlegt, dass er irgendeine Pflanze als Überraschung bestellen möchte. Er weiß auch, was genau hier rumsteht, aber er hat immer Angst gehabt, dass er dann irgendwas bestellt, was mir nicht gefällt. So, und es kam zu der Wunderbeere, weil wir ein paar Tage vorher Tabletten bekommen hatten. Tabletten, die dieses Miraculin enthalten. Das ist so ein Glykoprotein. Und die Wunderbeere ist ja dafür bekannt, dass sie die Geschmacksnerven so ein bisschen veräppelt. Also Sachen wie Zitronen und Zartbitterschokolade schmecken auf einmal süß. Und bei den Tabletten war der Nachteil, oder das Einzige, was mich gestört hat, war, dass da so ein Maiszusatz mit drin war. Und den hat man rausgeschmeckt. Dieser Geschmack des Mais war immer so ein bisschen im Hintergrund. Und ja, war eine tolle Erfahrung. Wir haben es ausprobiert mit Zitronenkonzentrat. Da war es wirklich erstaunlich. Also man hat im Hals schon die Säure gemerkt, aber im Mund halt nicht. Also wenn ihr an sowas rankommt, versucht es, ist wirklich interessant und lustig. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie das dann mit den Früchten ist. Wie die vom Eigengeschmack her sind. Es gibt Leute, die sagen, der Geschmack von denen sei ein Erlebnis an sich. Wiederum andere sagen, dass die sehr fad schmecken. Und ja, ich habe mich ein bisschen belesen, auch Leute gefragt, die die haben. Denn ich habe vor, wann war das, letztes Jahr, glaube ich, auch aus Samen versucht, welche zu ziehen. Die sind doch gekeimt, aber die sind nach kurzer Zeit dann eingegangen. Ich weiß bis heute nicht warum, oder ich habe es, ja, jetzt eine Vermutung. Die Wunderbeere braucht sauren Boden und auch nicht so viel Dünger. Und die war recht teuer. Ich bin meinem Freund da echt was schuldig. Und hoffe jetzt, dass die auch durchkommt. Scheint ein bisschen schwierig zu sein. Ja, das sind die Neuzugänge. Es gibt noch weitere Pflanzen, die so ein Glykoprotein haben. Es gibt ja neben dem Miraculin noch Curculin. Da habe ich auch Samen, ja, bestellt, wäre übertrieben, aber ich bekomme Samen aus Malaysia. Und die sollen eine ähnliche Wirkung haben, allerdings nicht so lange anhalten. Und da bin ich sehr gespannt, wann die ankommen und ob überhaupt. Weil ich eigentlich schon sehen möchte, wie die dann aussehen und wie die dann keimen und so weiter. Das ist ja ganz spannend alles. So, und wenn ich hier schon mal bin, eine Pflanze, die jetzt immer ein bisschen untergegangen ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, dass ich die habe. Zwar ist das, keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht, Bougainvillea auf Englisch. Und die fängt jetzt langsam an zu blühen. Kennt ihr sicher aus irgendwelchen Filmen, da taucht die oft auf, ist dann an den Balkonen und hängt darunter. Oder in botanischen Gärten ist die auch sehr beliebt. Die ist jetzt nicht so groß, auch nicht so toll vom Aussehen her. Die habe ich letztes Jahr bei Aldi erstanden. Für 1 Euro, weil die wirklich scheiße aussah. Die war komplett im Wasser gestanden.
Und ja, ich denke, die hat es vielleicht noch eine Woche gemacht in dem Wasser und dann wäre es vorbei gewesen. Und für 1 Euro dachte ich, ja, nehme ich sie mit und probiere es mal. Und das ist jetzt das Ergebnis. Also ich freue mich sehr drüber, weil die halt auch noch nicht groß ist. Also es ist wirklich, wirklich schön. So, hier pfeift der Wind ganz schön, ihr seht es gerade. Da sind die kleinen. Aber so haben sie immerhin keine weiße Fliege. Einen Vorteil muss es ja haben. So, das sind die Neuzugänge. Wunderbeere ist jetzt der nächste Kandidat, den ich hegen und pflegen werde. Muss mich da noch ein bisschen einlesen und schauen, dass sie es packt. Vielleicht hat ja jemand von euch auch eine Wunderbeere. Sogar schon geerntet vielleicht und kann mir da was Genaueres sagen, wie das mit den Früchten ist, mit dem Geschmack. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ja, bin mir sicher, der ein oder andere von euch hat so eine Pflanze. Also schreibt einfach, kommentiert oder meldet euch bei Facebook oder sonst wo. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Also bis dann. Tschüss.